Wir machen heute richtig schön den ein oder anderen Transmog-Raid in Retail, ihr kleinen Schweine. Aber erstmal, wir haben ja schon vor 3-4 Monaten gesagt, dass wir The War Within reingehen, ja? Also benutze ich das Sponsoring einfach dafür, dass wir die Sachen machen, die wir eh machen müssen. Ja, wir müssen vielleicht mit der Community besprechen, welche Fraktion wollt ihr spielen, welchen Server wollen wir spielen. Wobei das nicht ganz so wichtig ist mit Fraktion und Server, weil man kann ja auch in The War Within, soweit ich das weiß, Ali und Horde-Gilde machen. Ist das nicht richtig so? Ja, right? Man kann doch auch Gilden machen, die fraktionsübergreifend sind. Ja, und man kann auch zusammen Mythic Plus, Mythic Raiden gehen. Also das ist schon crazy. Ich würde sagen, wir gucken uns den Original The War Within Release Trailer an, weil ich möchte hier nochmal sagen, ungeachtet des Sponsorings, das habe ich schon gesagt vor 6-7 Monaten, wo das rauskam, das ist qualitativ der beste Trailer, den Blizzard jemals gemacht hat. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. What the fuck?
Stark. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Musik und so, das war schon Gänsehaut, sein Urgroßvater. Also da muss man schon sagen, ne? Da kann man Blizzard echt nichts vormachen. So, jetzt haben wir The War Within Official Cinematic Shadows Beneath. Der ist seit 3 Tagen da. Ja, ich hatte ihn noch gar nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, was der sagt, was der aussagt. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Mal schauen. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil der Trailer hat nicht so viel ausgesagt. Ne? Also der war qualitativ sehr, sehr stark. Was sind die Infos, die ich daraus haben wollen sollen, wollte Boy? Ich habe so Bock, mir so einen Zwerg zu machen. Die kann man nicht schon spielen, oder? Einmal ganz kurz der Shoutout dazu. Das wurde extra von der lieben Designerin Smodros, ja, angefertigt. Und das sind eventuell der ein oder andere Streamer drinne. Falls ihr den erkennt, könnt ihr ja mal in den Chat reinschreiben. Ja. Eure Entschlossenheit ist bewundernswert. Was für eine Schande, dass das alles umsonst ist. Hat euch etwa niemand gesagt? Kennt ihr den hier oben? Sagt, dass ihr euch nicht auf das vorbereiten könnt, was kommt? Also tatsächlich ist das Sponsoring, was wir hier gerade machen, ein riesengroßes Unterfangen. Da machen sehr, 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 sehr viele Leute mit. Und es ist auch vor allem eine sehr, sehr lange Reihe an richtig coolen Sachen zum Release von The War Within. Also ich kann euch sagen, da wird einiges passieren. Ihr solltet auf jeden Fall ready sein, was da auf euch zukommt. Weil jeder Content-Creator hat so ein bisschen seinen eigenen Stuff, den er machen soll. Ja? Ihr habt euch vielleicht gefragt, warum ist da kein Bild von Mitashi? Weil ich bin nicht Teil der Geschichte per se. Ich bin der Erzähler, meine Damen und Herren. Ich bin die Person, die die Narrative leitet. Ich bin nicht Teil der Story. Ich bin die Person, die das Ganze erzählt, die nachholt. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber vielleicht woanders. Der Char sieht schon crazy aus. Holy shit, wie nennen wir uns? Dino Spongo. Ja, da passt. Rein in den Retail-Grind! Aber die Sache ist die, ich wollte jetzt nur einmal ganz kurz hier reingucken, damit wir uns einmal ganz kurz die Klasse angucken, weil an sich will ich jetzt hier kein Retail-PTR-Testing machen. Ja, das lassen wir mal wem anders über. Die Sache ist die, die ich jetzt noch abschließend dazu fragen würde, ja? Für wen sind die Zwerge als Rasse? Kriegen das die Allies? Weil müsste nicht die Horde auch eine bekommen? Beide? What the fuck?
dann gibt es Hordenzwerge. Monka geil! Jetzt kommt die Retail-Ballerei. Wir machen jetzt erstmal schön eine Gilde auf Blackhand mit unserem Char und dann gehen wir rein in Nokun. Wann gehst du in TWW rein und was hast du geplant? Tatsächlich habe ich nichts. Also, guck mal, die Sache ist die. Ich werde The War Within ein bisschen später starten als der Rest. Aber mein erster Stream zu The War Within wird tatsächlich von der Gamescom sein. Ich muss mich dieses Jahr entscheiden zwischen The War Within Release oder meiner Community auf der Gamescom treffen. Auch wenn ich finanziell und streamtechnisch wahrscheinlich 10.000 Mal mehr davon hätte, The War Within zu streamen, ich habe mich dieses Jahr für die Gamescom entschieden. Mitachi ist auf der Gamescom, kann ich mein Ticket noch canceln. Ich bin am Freitag da, am Samstag da und am Donnerstag da. Jetzt portet er sich, glaube ich, nochmal, ne? Boah, kann das sein, dass der Fight, wo der damals rauskam, echt heftig war? Der war, glaube ich, echt heftig, ne heilige Scheiße. War World First nicht so, dass irgendwie nur ein Paladin überlebt hat? Der Schwanz ist tot. Aber Jungs und Mädels, das ist nicht schlimm. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank an jeden Menschen, der mit uns aus der Gilde mitgekommen ist. Wir freuen uns. Was ist denn das? Holy Guacamole. Und dann verbieseln wir uns. Dann machen wir jetzt das Giveaway.